Hallo zusammen, herzlich willkommen zu einem neuen Proteinriegel-Video, schon wieder eins. Es ist wirklich nur Zufall, dass es Anfang des Jahres so viele Proteinriegel-Videos gibt. Ein Grund ist, dass ich jetzt gerade nichts anderes habe für ein Mittagsvideo, deswegen gibt es schon wieder eins. Und zwar auch, weil ich euch noch etwas schuldig bin. Denn diese beiden MyProtein-Riegel, beziehungsweise Bars, habe ich Richtung gehalten? Ja. Habe ich euch schon, versprochen oder vorgestellt in der Beastmod-Box, die ich ausgepackt habe, von wegen, dann gibt es noch ein Video zu. Denn ich habe die Sorte Double Dough in Milchschokolade schon getestet. Hier gibt es jetzt zwei neue, für mich neu, ich kenne sie nämlich noch nicht. Und zwar den MyProtein Double Dough Brownie und den MyProtein Double Dough Brownie. Achso, entschuldige, hier bitte Chunky Chocolate, hier unten steht die genaue Bezeichnung drauf. Und hier eben den Double Dough Brownie in White Chop und Marshmallow Flavor. Wie gesagt, von MyProtein. Gibt es natürlich auch direkt bei MyProtein, wenn man da nach Rabatten schaut. Die haben regelmäßig Rabatte, kriegt man sie natürlich ein bisschen günstiger als bei Beastmode. Bei Beastmode könnt ihr aber auch sparen, Code FOODLOVE10. Und da hat man halt immer so ein bisschen mehr Auswahl. Aber man muss ehrlich sein, da ist es auch ein bisschen teurer, als wenn MyProtein mal wieder 50% Rabatt hat oder so. Ich würde sagen, wir schauen direkt mal drauf. Den anderen Vollmilch mit Cookie Dough Geschmack, den fand ich ganz gut. Hat mich jetzt nicht umgehauen. Das ist so, MyProtein ist immer so ein bisschen, schmeckt aber so richtig geil ist es irgendwie auch nie. Von der Theorie her könnten sie ja ziemlich geil sein. Cookie Base, Max Taste und dann hier verschiedene Schichten drin. Okay, die Zutaten sind so lang, dass wir da jetzt nicht ausführlich drauf eingehen. Ihr könnt gerne pausieren. Die Nährwerte 408 Kilokalorien, 16 Gramm Fett, Kohlenhydrate 40, davon Zucker 12 Gramm, also Low Sugar ist hier gar nichts und nur 24 Gramm Eiweiß. Es könnte mehr Eiweiß sein, könnte weniger Zucker sein für einen fitten Proteinriegel, aber man kann es trotzdem als bessere Süßigkeit bezeichnen, was ja Proteinriegel sowieso sind. Was uns hier aber auf jeden Fall trotzdem interessiert ist, was hier an Eiweiß drin ist, ist eine Proteinmischung drin, da haben wir Milchprotein drin und hydrolysiertes Rinderkollagen, muss man hier an der Stelle natürlich auch sagen. Und da kann ich mir vorstellen, dass hier auch noch sowas wie Soja auftaucht, aber die Hauptquelle ist dann eben das Milchprotein mit dem Rinderkollagen. Ja. Leider ist dem so. Und bei dem wird es nicht anders sein. Hier unten habt ihr auch die Nährwerte, sind entsprechend ähnlich. Und dann halt diverse Zutaten. Es sind natürlich sehr viele Zutaten, weil sie zum Beispiel sowas wie Weizenmehl erwähnen sie mehrfach. Beziehungsweise auch Molkenproteinkonzentrat haben wir hier. Und hier, weil sie halt Karamellschicht 1 hat zum Beispiel Molkenprotein drin. Karamellschicht 2 hat auch Molkenprotein. Deswegen sind dann mehrere Sachen mehrmals aufgefüllt und dadurch sieht es so riesig aus. Da muss man mal drauf achten. Das machen die Hersteller immer so ein bisschen unterschiedlich. Ich muss auch sagen, der hier ist ein bisschen eingedutscht. Das bin aber ich in Schuld. Der lag so ein bisschen länger im Schrank. So sieht er aus. Soweit kann man sich vorstellen, dass er mal gut ausgesehen hat. Hier oben mit so Schokostückchen drauf. Und dann kann man auch hier schon mal so ein bisschen die zwei Schichten sehen. Ah, hier im Querschnitt. Ja, also das ist fein. Der Name Double Dough, ich glaube, das kann man durchgehen lassen. Die Schicht hier oben riecht sehr schokoladig. Also vom Geruch wirklich angenehm. Das gefällt mir schon mal. Der zweite sieht sogar noch besser aus, denn ich mag weiße Schokolade noch lieber. An sich gleich aufgebaut, ist wie gesagt auch so ein bisschen zerdrückt. Und hier der Querschnitt. Auch hier diese zwei Schichten, oben noch so eine Art Karamellschicht und dann das reichhaltige Coating, so Stückchen obendrauf. Ja. Also vom Geruch, schokoladigen Geruch ist er wirklich sehr, sehr fein. Wie so ein weiches Kaubonbon von der Konsistenz. Sehr gut. Auch recht schokoladig. Oh, hat man gut was zu kauen. Ich mache mal das Mikrofon ein bisschen weg. Oh, jetzt ziehe ich mich was aus. Ich mache mal so. Mikrofon hängt nämlich hier. Und bei so 10 Proteinriegel ist das Schmatzen manchmal ein bisschen lauter, als man das gerne hätte. Ich lasse es mal hier runterbaumeln. Ja, doch. Von der Konsistenz, wie gesagt, wie so ein weiches Kaubonbon, gefällt mir sehr gut. Muss man auf jeden Fall mögen. Es gibt welche, die mögen es. Wir hatten schon, ist Geschmackssache, Konsistenz. Gefällt mir. Was mir auch gut gefällt ist, die Süße ist angenehm. Es hat einen etwas milderen Süßstoffgeschmack als viele andere Sachen. Und dann eben auch so ein bisschen diese Zuckersüße, das finde ich ebenfalls recht angenehm.
wie gesagt, sieht ganz gut aus. Ich probiere jetzt mal nur dieses Coating oben. Nicht nachmachen. Ist wirklich schön schokoladig. Oh ja, doch. Das Coating oben, das ist richtig geil. Also, ist ein leckerer Riegel. Haut mich auch nicht um. Aber wenn man den mal irgendwie so im Angebot für 21, 30, 40, 50 bekommt, kann man absolut nicht meckern. Finde ich richtig gut. Oder auch halt aus Neugier auch einfach mal mit dem Foodloss 10% Code bestellen. Ich weiß gar nicht mehr, was das da regulär kostet. Also mehr als 2 Euro solltet ihr dafür aber auch nicht ausgeben. Aber das gilt eigentlich für alle Riegel. Alle Riegel sind zu teuer. Deswegen, der hier schmeckt auf jeden Fall besser als viele Riegel, die deutlich teurer sind. Von daher holt ihn euch gerne. Manche von euch sind vielleicht auch super rich, dann ist das jetzt recht egal. Auch hier Konsistenz gleich. Ach so. Ach krass. Gar nicht realisiert. Also oben drauf sind die Marshmallows. Das ist gar nicht der Zucker, sondern das sind die Marshmallows. Das sind richtige Marshmallows. Nicht so eine komische Marshmallow-Gummipaste wie bei dem Bärbels. Das sind richtige Marshmallows. Auch von der Konsistenz, deswegen auch ein bisschen süßer. Ich finde, die weiße Schokolade könnte hier mehr durchkommen. Ist fast nicht existent, der Geschmack. Aber ja, mit dem Marshmallows, das ist cool. Das sieht man so ein bisschen. Das sind so ein bisschen rosa hier oben. Eine feine Sache. Ja. Kann man auf jeden Fall machen. Wie gesagt, das galt auch bei dem anderen Riegel. Lecker und es ist mein Protein. Es gibt Sachen, die sind da besser, es gibt welche, die sind schlechter. Diese Carb Crusher, die fand ich, glaube ich, ganz gut. Es gibt auch Sachen, die echt schwach sind. Im Angebot kann man fast alles probieren, von daher probiert es gerne mal aus. Kann man machen. Und falls ihr sie probiert habt, eure Meinung wie üblich in die Kommentare. Das Mikrofon kann ich jetzt ablegen. Ich wünsche euch was. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Adieu und ciao.